Hi Jungs und Mädels, schön, dass ihr wieder bei mir da seid. Stefan Lammel ist hier. Ich muss schauen mal, ob ich scharf gestellt bin. Moment. Ja. Ah, ich glaube, es müsste schon gehen. Ah, ein bisschen weiter nach oben noch. Ja. Heute zum Video für Anfänger. Freude, schöner Götterfunken. Das Stück von Ludwig van Beethoven in seiner 9. Symphonie. Am Schluss riesiger Chor. Für uns Deutsche ja wunderbar, weil Beethoven ja ein deutscher Komponist ist. Und diese Melodie ist ganz einfach zu spielen. Auch für Saxophon. Wir machen das mit Altsaxophon und dann mit Tenor. Es ist auch ein Backing-Track dabei, speziell für Altisten und auch speziell für Tenorsaxophonspieler. Wenn ihr das Backing-Track haben wollt, es kommt gleich hier anschließend an das Video. Ihr könnt es auch von mir gerne haben. Schreibt es mir in meine Infobox, Kommentarbox rein und dann schicke ich euch diesen Backing-Track zu. Es geht los, in F-Dur steht dieses Stück. Das heißt, wir haben ein B zu spielen. Anstelle H spielen wir ein B. Und zwar folgendermaßen. Das H spielen wir so. Und das B spielen wir diese zwei Klappen gleichzeitig. Die Klappe neben dem H, eine ganz kleine, muss dann mit dem Zeigefinger gleichzeitig gespielt werden. Das ist der Ton B. Also, wir spielen mal rauf. F. G, A, B, C. Ja, wir haben hier unten noch das F zum Spielen. B, C, B, A, G, F. Dann geht es mit dem Stück weiter runter bis zu dem C, diesem tiefen C. Das heißt, wir sollten dann schon versuchen, mehr Luft zu geben, damit das C auch rauskommt. Also ich spiele mal von dem G ab runter bis zum C. Ja, also das brauchen wir. Wir können das Stück aber auch in Oktavlage spielen, dann geht es nicht so tief runter mit dem C. Aber das kriegen wir schon. Wir fangen an mit A. Ja, das ist der Ton A, zweimal A, dann das B und dann das C. A, A, B, C, C, B, A, G. F, F, G, A, A, G, G. F, F, G, A, G, F, F. G, G, A, F, G, A, B, A, F. G, A, B, A, G, F, G, C. A, A, B, C, C, B, A, G. F, F, G, A, G, F, F. Ja, Grundlage ist die F-Dur-Tonleiter mit diesem B. Wenn man das kann, dann das Lied geht ja gleich ins Ohr. Dann kann man das gleich nachvollziehen. Jetzt gleich den Backing Track. Ja?
Ich muss hier nur bloß meinen Kopfhörer aufsetzen und dann das einschalten, dann geht's schon los. Es ist ein bisschen flott, ein paar Mal spielen, ja, erfahrungsgemäß so 10, 12, 13 Mal, am nächsten Tag wieder und dann macht es großen Spaß, da mitzuspielen. So, jetzt für die Tenorspieler. Die Tenorspieler haben die gleichen Noten, es ist alles eingeblendet, ja, die fangen auch mit dem Ton A an. Ja, das soll es gewesen sein. Gleich drauf kommt das Backing Track für die Tenoristen, ja, das genau für die Tenorspieler. Wenn ihr die Backing Track haben wollt, schreibt es mir in die Kommentarbox oder schreibt es mir eine E-Mail, ist alles angegeben, auch in der Infobox. Schön, dass ihr bei mir da wart. Schreibt mir rein, ob ihr mitkommt, ob das zu schnell oder zu langsam ist. Ich kann auch das Backing Track langsamer machen und euch schicken. Ja? Schreibt es mir rein. Ich sage tschüss, servus, bis bald und bleibt's cool.